habe hier eine kleine Anleitung gemacht, wie man die NMEA-Daten direkt aus der Navicontrol auslesen kann. Seit der Firmware 2.0a ist es möglich, ab der Flight Control die GPS-Daten in NMEA-Format und nicht im U-Blocks-Format auszulesen. Dazu muss man zuerst die Settings INI neu generieren. Die Settings INI muss man löschen und mit der Firmware 2.0a oder aufwärts bis 2.0.1g heute als Beta-Version eine neue Settings INI generieren. Die hat dann einen neuen Parameter, den kann man dann aktivieren und zum Beispiel mit 500 Millisekunden Intervall aktivieren. Damit ist der PIN 9 der Navicontrol aktiv und die Navidaten stehen dort an. Jetzt muss man nur noch den PIN 9 finden. Im Prinzip ist der PIN 9 an der Debug-Schnittstelle zu finden. Die Debug-Schnittstelle ist hier. Und der PIN 1 ist angeschrieben. PIN 1 Debug-Schnittstelle, PIN 1 ist hier. Das ist der PIN 1, also innen PIN 1. Dann PIN 9, das geht dann so. Man zählt die so ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also ist der PIN 9 oben der letzte in der Reihe. Und eigentlich braucht es nichts anderes als einen Lötkolben, ein bisschen DAT und den lötet man hier direkt an der Flight Control an. Somit kann man dann auch den normalen Stecker weiter benutzen, sei dies für Debug oder für andere Zwecke, zum Beispiel für ein Bluetooth- oder Wi-Fi-Modul. Voilà. Ein bisschen da. Möglichst so löten da. Oh, so. Nicht sauber. Löten ist meistens das Schwierigste fast schon. So, und jetzt hat man ein Datenkabel, das von PIN 9 die GPS-Daten direkt zur Weiterverwendung leiten kann. Ich benutze dies, um einen EZ-Tracker-Audio-Modem, das TinyOSD, zu versorgen. So habe ich dann nur ein GPS, nur eine Datenquelle und somit hat mein Tracker und der Microcopter dieselben GPS-Daten. Ein Riesenvorteil. Das war's dann schon.